Hallo und willkommen zurück im wunderschönen Bad Kitzau. Ja, rundherum baut sich die Map gerade auf. Da bin ich mit dem Schreibtischstuhl gegen den Schreibtisch gekommen, auch nicht sehr schön. Und ja, wir haben Donnerstag, den 10.12.2015. Die Uhrzeit ist nicht ganz real, weil ich die beim Starten auf real gesetzt habe. Jetzt ist es natürlich eine Minute oder zwei später. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der geladen hat, habe nicht genau drauf geachtet. Ich nehme einen Fahrplan an. Ob ihr das seht, ist die Frage. Habe ich immer noch nicht nachgeguckt, Schlaubi. Wir fahren. Nein, wir fahren nicht dahin. Da fährt der Typ vom Ski-Express vorbei. Im Fahrplanmodus ist der aber sehr laggy. Uhr, dann muss ich die Zeit noch ein Stück vorsetzen. Was sagt? Ja, das dürfte aber passen. Okay. Ich setze dann ganz kurz die Zeit vor auf 15 Uhr und gerade mal beim guten Herrn Freund und Helfer Handy einloggen. Also PIN eingeben, um mal hier ein wenig die Zeit zu timen, wenn man das so schön sagen darf. 15:30, 15:25. Jetzt lädt er immer kurz. Da kommt auch schon ein schöner Ladebalken. Loading AI. Der ploppt als neues Fenster auf. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Die FPS ist in dem Moment natürlich auf 0. Ach ja, das dauert immer kurz. Die Zeit hier zähle ich noch nicht mit zur Folge. Passiert ja nichts. Ach ja, Omsi. Ah, die Engine bräuchte echt mal ein Update. Wollen mal sehen, was dieser Lotus-Simulator bringt. Der wird ja hier vom Omsi-Entwickler entwickelt. Weil vom Konzept und von der Idee her ist das ja schon mal ganz gut. Da kann man nicht meckern. Und da ist das Spiel auch wieder da. Dann könnten wir jetzt auch anfangen, den Bus, ich sag mal, zu starten. Elektrik. Und der Motor. Schmeißen wir noch gleich den Gang rein. Bremse löse ich noch nicht. Ich zeige den Bus nämlich kurz nochmal. Von hier sieht das nämlich aus, wie ein normaler MBO 530 Citaro. Aber wenn Omsi nicht lecken würde, man jetzt mal nach. Also manchmal, wenn man jetzt mal nach hinten guckt, der ist ein bisschen länger, ne? Ist nämlich der Citaro L. Das Repaint ist übrigens self-made, da ich auf dem der Standardtextur an sich nicht genau gesehen habe, weil normalerweise überschreibt diese weiße Textur hier, die ich per Füllen draufgesetzt habe, nicht diese Umrandung hier und da oder halt hier diese Reifenumrandungen, die werden dann normal nicht mit weiß überschrieben. Aber auf dem Repaint hat man da wirklich gar nichts mehr gesehen. Deswegen ist der ein Stück weit zu vorne. Und hier hinten ist noch irgendwo einer, der nicht passt. Und hier ist noch so ein weißer mit Ausstieg. Weil das hier wurde auch weiß überschrieben, wird jetzt von der Standardtextur allerdings geändert. Hier hinten der Balken passt auch nicht so ganz. Aber für den ersten Versuch sieht das ganz okay aus. Aber hier das Ausstiegsding passt für mich so. Hier vorne war noch irgendwie. Ach, das Einstieg ist vom Repaint ja schon drauf. Gut. Busvorstellung auch gemacht. Bremse gelöst. Los geht's. Hier in Bad Kinzig am Bahnhof leckt er beim Aufnehmen, aber schon ein bisschen. Aber Omsi ist, glaube ich, nie so das aufnahmefreundlichste Spiel gewesen. Oder ich kann auch daran liegen, dass ich einfach zu voll bin, die Einstellung runterzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob Omsi mittlerweile seit dem 2er auch schon 64-Bit unterstützt. Das würde das Ganze auch schon ein bisschen zum Teil verbessern, aber ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass er mehrkernige Prozessor unterstützt. Normalerweise muss man das gar nicht dazu erwähnen, hier aber schon. Ach nee, Quatsch.
ich habe mir ja so vorgenommen, wir machen mal einen auf unseren Busfahrer. Das heißt, wir stehen jetzt hier erstmal, können mal den Motor ausmachen. Wir haben ja noch eine Minute. Dann tippen wir hier 5 Stunden auf dem Ibis rum. Was haben wir denn? Müssen wir erstmal suchen, wir sehen ja nichts mehr. So, Linie Kurs ist die 301. Wenn ich die 0 finde, da unten. Und dann 00. Die Route haben wir, weiß ich nicht, probieren wir mal die 01. Passt. Jetzt müssen wir natürlich noch 5 Stunden warten, bis umgeschildert wird. Und jetzt könnten wir mal die Tür drücken. Und jetzt will ich von jedem die Fahrkarte sehen. Hallo. Und Freundlichkeit gibt es schon gar nicht. Ah, Geld sehe ich gerne. Keine Karte, 5 Euro. Hier, 3 kriegst du zurück und halt doch mal die Klappe, du willst eine Tageskarte. Was ist denn jetzt was hier? Was soll hier sein? Meine Fresse. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. War das Geld hier? Bug. So, einmal normal. 3,50. Kriegst du 2,50 zurück. Oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ach so, warte mal. Ach so, die D-Mark-Kasse ist hier drin, deswegen geht das nicht. Ist auch schön. 3,50, also 5. Das sind doch 50 Cent, oder nicht? Ne, das sind 20 Cent, das sind die 50 Cent. So, und dann kriegst du noch 6. Weiß ich nicht, was das ist. Das hier wäre ja dann im Prinzip 1 Euro. Oder? Ja. 2 Euro, 4 Euro, 6 Euro. So. Dankeschön. Muss eine Kurzstrecke bitte. So, weißt du was? Danke. Wir kommen ja sonst nie voran. Eine Kurzstrecke bitte. Dankeschön. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Einmal normal bitte. Einmal normal, bitte. Danke. Ach so, Gang wieder reinschmeißen. Zum Starten muss man ja den Gang rausnehmen. Und weiter geht's. Ich muss mal die Ansagen reparieren. Denn die Karte hat normalerweise auch Ansagen, aber ich habe sie mir irgendwie kaputt gebackt. Und da leckt das Spiel wieder fröhlich. Das ist Omsi. Das hat er aber immer. Da ist Volvo. Was macht denn der hier? Ist auch unglaublich. Ich kann hier jetzt schon das Licht anschmeißen. Um 15.30 Uhr. Das ist auch schön. Aber so extrem ist es bei uns dann hier auch noch nicht. Temperaturen passen sogar von 15 Grad. Hallo. Wir können ja gerade mal gucken, was der hier will. Weil der scheint ja nicht zu fahren. Was steht denn hier auf der Abfahrtstafel? Die 88 nach Wendersberg ist es. Die fährt ja über die Autobahn, die ich jetzt letztens gebastelt habe. Also so ganz funktionieren tut das hier noch nicht, aber ich weiß auch nicht warum, weil im Fahrplan kannst du ja im Prinzip auch nicht mehr machen, als die AI-Gruppe, die ja hiermit erstellt wurde, zuzuordnen. Ich glaube, ich muss mal den Bus gegen einen anderen ändern, vielleicht liegt es an dem Modell. Weil am Fahrplan und dann so dürfte es eigentlich nicht liegen, weil sonst wird er ja fahren. So, weiter geht's zur Hahnewaldstraße. Oh, der fährt ab. Gut. Raus will ja keiner. Hallo. Hallo. Einmal normal. Nee, kann ich nicht. Guten Tag. Hier wird nicht gemeckert. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Danke. Malen wir den hier hinten mal Licht an. So, jetzt geht's hier rein. Zum Freiheitsplatz oder so heißt es. Da muss ich gleich nochmal auf dem Ibis gucken. Da steht's ja dann immer.
du Wichser, wartest. Da müssen wir doch mal in die Außenansicht. Weil die KI, die macht das hier wie ich streng nach Vorschrift. Das geht nicht gut. So. Bei so einem Dreiachser hier muss er auch immer mitrechnen. Der ist nicht nur hinten ein Stück länger, der ist auch in der Mitte länger. Das heißt, um die Kurven, da brauchst du auch viel mehr Platz. Aber wir sind ja hier noch halbwegs okay durchgekommen. Bis zu 3 Minuten Verspätung wird das ja noch als okay gewertet. Platz der Freiheit heißt er. Jetzt gucke ich auch gerade aufs Ibis. So. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Einmal normal bitte. Danke. Also das flüssigste Spiel ist ja hier bei Nacht nicht, aber das ist Omsi. Da kann auch ich nichts dran ändern. Ich konnte natürlich jetzt die Einstellung runterschrauben, aber dann sieht das einfach nur noch scheiße aus. Ich meine, die Grafik ist so schon nicht die beste, aber sie erfüllt halt ihren Zweck. Weil mir fehlt hier so ein bisschen das 3D. Ich meine, das geht auch, aber das verbraucht dann so viele. Wo liest das Omsi da wieder dran rumspackt? Nächste halt Stadtbücherei. Da kommt keiner. Da auch nicht. Los. Um die Kurve. Ich habe inzwischen übrigens auch die Kollision mal wieder angeschaltet. Was vielleicht eine schlechte Idee war, wenn wir auf Bad Kinz auffahren. Oben am Schloss sind nämlich normalerweise keiner raus, keiner rein. Das ist natürlich erfreulich. Wollen wir mal sehen, ob wir hier an dem nicht noch vorbeikommen. Meine Lieblingstaste. Wie gesagt, so ein paar kleinere Bugs ist, glaube ich, auch noch Beta. Hat er noch, wie dass man hier durchgucken kann, oder? Oh, grün. Einen kann ich auch gerade hier zeigen, nämlich den hier. Das könnte man eigentlich auch noch verbessern. Aber an sich gefällt mir der Bus eigentlich ganz gut. Denn hier vorne am Fahrerarbeitsplatz merkst du ja gar nichts davon, da ist er schon fast egal. Und vom Modell her ist er ja auch nicht schlecht. Da gibt es auch noch ein paar anderen Varianten. Ich glaube, Void-Getriebe haben sie alle, aber wird ein Spaß beim Berg hochkommen. Den gibt es auch hinten mit Schiebetüren. Mir ist das zu kalt hier. Ist dir das halt zu kalt? Mir nicht. Einen normalen Fahrschein bitte. Danke. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ich kann aufs Dachfenster noch aufmachen, wenn dir das lieber ist. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Einmal die Kurzstrecke. Och, hier kommt ja auch was rein. Sind wir jetzt eine Balkanroute. So. Das war das Sportgymnasium. Nächster Halt, Tannstedt, glaube ich. Hoffe ich. Bis auf Winsenburg ist diese Haltestellenweiterschaltung auch gut, aber in Winsenburg, das ist auch eine schöne Map für Omsi, da funktioniert die nicht vernünftig. Da haut die immer gleich 2 weiter, warum auch immer. Und auch nur bei dem Bus. Ja, jetzt kommen wir raus, da erhöhen sich die FPS schon wieder so leicht. Boah, man sieht, der strampelt sich ja hier jetzt schon gerade einen ab.
Der fährt, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein. Your Money, den hab ich gewonnen. Bei Lotto. Kennst du nicht, gelle? Schwachkopf. Gut, wer hier in der Pampa aussteigen will, jedem seins. Boah, kriegst der hier hoch. Aber er fährt. Nächster Halt, St. Montin. Dass die sich jetzt verbuggt, weil sie eben schon mal einen weitergeschaltet hat, weil die da oben hier nicht ganz funktioniert. Nein, nicht vor, zurück. Nein. Gibt's das denn? Geht doch. Ach, der Fall nervt mich gerade. Gleich kommt der spaßigste Teil dieser ganzen Route. Und auch das hier ist schon scheiße eng. Aber der spaßigste Teil wird gleich runter nach Saarsdorf. Und Kamera wechseln mag er nicht immer. Weiter geht's. Ausholen, dass wir hier auch rumkommen. Hier ist noch Gegenverkehr, das wäre schon knapp unmöglich gewesen. Jetzt wird's Spaß. Jetzt beginnt der große Spaß. Oh je. Yeah. Mal sehen, ob wir hier unfallfrei runterkommen. Momentan haben wir keinen Gegenverkehr, da ist das noch einfach. Wir fahren nach Beiersberg Hauptbahnhof. Das ist ein neuer Teil der V3 von dieser Map. Upp, da kommt der erste. Das ging ja jetzt noch. Heute geht sogar hier runter. Normal hast du ein bisschen mehr Verkehr. Wir sind unten. Sehr schön. Da kommt ein Mercedes-Benz O530G.
Fahr. Nächster Halt, Sarsdorf Park. Was das Ganze hier ein bisschen einfacher macht, ist, dass die hinterste Achse mitgelenkt ist. Das ist hier nicht ganz so anstrengend mit dem Fahrrad. Weiter. Und ich fahre bis jetzt die ganze Zeit ohne Hilfspfeile. Wow. Eine Kurzstrecke bitte. Danke. Wir sind ja schon ganz schön voll. Nächster Halt, Herzogstraße. Was macht der denn da? Das sah auch interessant aus. Naja, KI, keine Intelligenz. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Yo, Money. Einmal normal, bitte. Ja, du bist nicht Money, du bist Money. Einmal normal. Bitte. Einmal Tageskarte. Danke. Der Dicke hier. Kräftige. Oh, er ist einen Umweg gelaufen. Was geht denn mit ihm? Was war mit dem gerade? Naja, gut. Dann sage ich mal, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann fahren wir auch die Route hoffentlich noch fertig. Ist nämlich nur ein Stück. Tschüss.